Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Zunächst erstmal sorry für das ganze Knacken in der letzten Folge. Das haben wir jetzt noch 4 weitere Folgen. Ich musste jetzt mein Mischpult erstmal austauschen und ich hoffe, damit wäre dieses Problem behoben und ich kann normal weitermachen. Ich tüftel da seit Monaten dran und ja. Ich musste mir ein neues Gerät kaufen und die Teile sind nicht gerade günstig. ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Parvati beschäftigt. Und zwar hat sie ihr Date mit dieser Mechanikertussin gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Philippe oder so. Ist ja auch egal. Ne? Heute geht es nämlich um etwas Wichtigeres. Und zwar die Entscheidung. Für was entscheiden wir uns? Für welchen Gang? Den Bösen oder den Guten? Wobei, man muss ja auch die Perspektive betrachten. Was ist eigentlich gut? Und was ist eigentlich böse? Und mehr dazu in der heutigen Folge. So, bevor wir jetzt mit ihm reden, einmal kurz für mich in meine Erinnerung zu bringen, was passiert. Jetzt, da du das Dimethylsulfoxid besitzt, trifft dich mit vieles in seinem Labor, um eure nächsten Schritte zu koordinieren. Na, stimmt, das haben wir für irgendwas gebraucht. Ich weiß aber nicht, für was. Irgendwas. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Ach ja. Wir haben den einen oder anderen Menschen umgebracht, um ein bisschen mehr zu bekommen. Keine Sorge, waren nicht viele, vielleicht 100. Vielleicht weniger. Vielleicht auch mehr. Aber wen juckt's? Vergiss mal für einen Moment die Chemikalien. Die Kolonie steht vor dem kompletten Zusammenbruch. Ich habe deine Chemikalien im Ministerium gefunden. Der Vorstand hat damit Versuche an Menschen durchgeführt. Human test subjects. Well, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Die Testpersonen mussten dafür draufgehen, aber ich habe alle Chemikalien mitgebracht, die dort waren. Komm, das sagen wir ihm eiskalt. Thank you. You've brought me enough chemicals to get started at least. I'm just sorry they came at the cost of human lives. Those poor people, they must have died in agony. What exactly was the board trying to accomplish? Also, um mal ganz ehrlich mit euch zu sein. Ich bezweifle, dass da irgendwie Leben war in den Menschen, ne? Also die waren gefangen in so einem komischen Kanister mit Chemikalien und haben da rumgeschwommen. Ganz ehrlich, stellt euch vor, ihr würdet da in so einem Bottich rumschwimmen und hättet nichts anderes den ganzen Tag, außer da zu sein und Luft zu holen. Das ist doch kein Leben. Ich hab denen geholfen. Geholfen. Der Vorstand möchte den Schaden an menschlichem Gewebe beim Wiederbelebungsvorgang minimieren. Siehste, die hätten sie doch sowieso getötet. Gut, sie hätten sie versucht wiederzubeleben. Aber die würden ein Zeh verlieren, die Nase verlieren. Das ist doch kein Leben. You say the board's trying to freeze their subjects over and over again without inflicting permanent damage? Well, they're nowhere close to solving that problem. Something about this feels wrong. I don't know why the board would ever conduct such an experiment, unless they're working on some kind of hibernation technology. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly zero progress. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern. Der Plan war, ein Teil der Menschheit einzufrieren, das andere darf weiterleben und wenn die tot sind, dann holen sie die anderen aus der Gefriertruhe raus, zack, platzieren sie genau auf die gleiche Stelle nochmal wieder, damit einfach das Leben weitergeht. Ein wirklich dummer Plan. Also die Wissenschaftler wirken sehr optimistisch. Scientists are more worried about pleasing their superiors than making real advancements. Die Kolonie steht kurz vor dem kompletten Zusammenbruch. Ach, der Vorstand will alles vertuschen. Naja, vertuschen jetzt nicht unbedingt. Also,
Ich bezweifle das, dass die irgendwas geheim halten können, wenn sie ungefähr 2/3 der Menschheit einfrieren. Was willst du denn da geheim halten? I know. I've suspected as much for years. Of course, I don't expect the board to do a thing about it. They've been driving our colony to the brink of destruction for decades. The board's mismanagement put our colony on the road to collapse. If we don't put a stop to them, thousands of colonists are going to die. Komm, wir sagen es ihm einfach mal. Freeze all the workers? Why? So a gang of powdered toffs can carry on living in Byzantium? You call that a plan? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all, toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ich meine, die sind ja schon mal eingefroren. Wieso taut man die dann auf, um sie ins Weltall quasi zu schleusen, so neue Leute reinzutun, wenn da Leute doch schon drin sind? Vielleicht sind das ja keine Arbeiter, das sind ja Kolonisten. Aber auch Kolonisten sind Arbeiter. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was ich ihm antworten soll. Gibt's nicht die Option, ja, ist so? Muss mal ganz kurz. Ach ja. So. Kurz mal Werbung raushauen. Ja, komm. Nehmen wir das letzte. Die ganze Kolonie ist eine Katastrophe. Ich bin froh, wenn ich endlich von hier weg bin. What makes you think you'll get that chance? You'll be long dead before you make it to the nearest star. For better or worse, you're stuck with us here. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all. And transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Es gibt eine Möglichkeit. Die ist nicht gerade ganz sicher, aber wir könnten mit der Hope ins System springen. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. So, die Hope ist vermutlich beschädigt. Wir werden Energie von der Unreliable umleiten müssen. Yes, yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Okay, dieser Plan ist irrsinnig. Ich brauche etwas Zeit. Ach Quatsch, ich mache es. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers. Scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Wer gibt hier vieles keinen Sinn, oder? Wenn die klügsten Menschen der Menschheit
auf diesem Kolonieschiff eingefroren sind. Da muss das der Vorstand doch wissen. Warum würden sie die quasi töten? Also ich glaube, dass dieses Kolonieschiff eine Art Test ist. Oder sie haben sie eingefroren, um quasi die Menschheit zu, ich würde nicht sagen archivieren, sichern ist eher das richtige Wort. Und jetzt versuchen sie einen Weg, um die Mortalitätsrate zu senken, sodass sie wirklich jeden oder fast jeden wiederbeleben können von diesen genialen Personen, wie ich einer bin, weil ich ja auch von der Hope komme, damit diese quasi, keine Ahnung, Schach spielen können oder so, ich weiß es nicht. Weil die haben ja schon diesen anderen Plan. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Das ergibt alles keinen Sinn. Ah. Die Adjutantin wollte, dass ich ein Peilsignal in deinem Labor platziere, aber das habe ich nicht vor. You're absolutely sure. Was? War das Sarkasmus? Sarcasm, the last refuge of the witless. Hey. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. Okay, du möchtest dich also vorbereiten. The boy's going to catch up to me sooner or later. This way I'll have time to set up some particularly nasty defenses. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Ich verwende übrigens den ganzen Tag Sarkasmus. Das ist keine Flucht von den Dummen. Na gut. Peilsignal. Gut, dann machen wir das. Ha, ich wusste es doch. Hat er gesagt, wir sollen ein verfälschtes machen oder einfach nur ein... Wir jetzt nichts Falsches machen. Okay. Naja, gut. Level up! Irgendwas wollten wir speziell machen, ne? Ich weiß nur nicht mehr was. So, Lügen. Rüstung von niederkauenden Zielen. Nee. Irgendwas anderes wollten wir machen. Schloss knacken. Ich glaube, schleichen, ne? Ja, Schwachstellentreffer durch hinterhältige Angriffe. Ich glaube, das wollte ich machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was haben wir hier? Wenn ein Mensch niederkaut, erhältst du 10 Sekunden lang Rüstung. Okay. Oh, 111. Moment. Kritische Treffer mit Langwaffen ignorieren 100% Rüstung, ne? Wissenschaft. Tüftelkosten. Oh Gott. Ich muss auch ganze 3 Level hier rein investieren. Na gut. Mal gucken, ob wir noch so lange spielen können. Dann wollen wir mal. So, kehre zu Ada zurück. Sophia sagte, sie würde dich kontaktieren, sobald ihre... Aha. Okay, ja, gehen wir zu Ada zurück. Keine Ahnung, warum ich mich immer ducke. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war. Hätte ich vielleicht das richtige Signal machen sollen? Ich habe vieles eigentlich richtig zugehört. Er meinte, ich soll das Signal machen. Er hat nichts von verfälscht gesagt. Aber trotzdem.
Ada. Captain, you have a message from Adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Still, it's only a matter of time before we find him. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. Byzantium ist groß. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say, considering she didn't sign off. Will there be anything else, Captain? Nö, passt schon. Was ist die andere Quest? Lande mit deinem Schiff in einer der Andockstationen der Hope. Was mich irritiert. Hier ist die Hope. Wir haben Typhlis noch nicht. Und So, Landeplatz von Roseway. Nee, das war falsch. Adjutantin Akandes Landeplatz. Ja, ich bin wieder am Verdursten, ey. Und dann essen wir noch mal kurz was. Damit wir keinen Malus haben. Zack. So. Erstmal mit dem Sniper rausholen. Müssten die mich nicht alle hassen? Habe ich mich nicht durchgemetzelt? Not so fast. Ja. All right, you're clear. The adjutant's expecting you. Go on through. Müsste sie mich nicht siezen? Ich hätte ihren Kopfschuss verpasst. Nein. Ich will ja nicht doch mal, dass die alle ausrasten. Aber die hassen mich doch, oder nicht? Ich hab die doch richtig wütend gemacht. Ah, du Scheiße. Ja. Ich vermute mal keine Falle, weil hier keiner lebt. Upsi. I admit, part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. Sag mir, weshalb du mich sehen wolltest. I understand you've infiltrated the Ministry. The things you discovered there must have been shocking, even disturbing. Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult to accept, but we must accept the truth before we can move forward. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by starvation, followed by a breakdown of society, followed by extinction. I know this must come as a surprise to you. I imagine you have questions. Wir müssen über dieses Lebenszeitanstellungsprogramm sprechen. I'll answer however I can. Du glaubst nicht wirklich an all das, nicht wirklich an all den Lebenszeitanstellungsunfug, oder? The lifetime employment program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful, and most importantly, it will work. Ja, ich meine, natürlich würde es funktionieren, aber die Frage ist doch nach dem Sinn, oder nicht? Was für einen Sinn macht das? Ich meine, natürlich, das Nahrungsproblem ist natürlich ein großes Problem, ne? Wenn die Leute verhungern, haben sie ja auch nichts von den Menschen. Und wenn sie sie immer einfrieren und teilweise rausholen, um sie zu füttern, das ist natürlich eine Lösung. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wir dieses Problem auf der Welt hätten und es diese Möglichkeit zum Einfrieren geben würde, es wäre tatsächlich nur Option,
bevor die sich jetzt alle gegenseitig essen. Wäre das eine Option, einen Teil der Menschheit einzufrieren, das sind die anderen dazulassen, damit sie sich ernähren können? Aber ich meine, wir haben die Möglichkeit, durch das All zu reisen, auf verschiedenen Planeten zu landen, und dann haben wir ein Hungerproblem? Können wir nicht einfach sagen, ey komm, wir machen einen Planeten, da pflanzen wir nur Weizen. Nur Weizen. Und dann haben wir doch einen ganzen Planeten, der quasi Weizen herstellt und Brot quasi herstellen kann. Mehl, Brot. Ich verstehe einfach nicht, wo das ganze Problem liegt. Wo ist genau das Problem? Ich sehe verdammt viele Viecher rumlaufen, die können wir töten und essen. Ich meine, ich habe eine Tasche voll mit Nahrung, weil ich einmal durch den Planeten gelaufen bin. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, Halcyon zu retten. Wallace hat einen Plan. Phineas Wells does not have a plan. He has an obsession. He is obsessed with reviving the Hope's colonists, no matter the cost. Halcyon is already starving. We can't possibly introduce tens of thousands of new colonists into this system. Help me execute the lifetime employment program, and you will have earned a place of honor in Byzantium. You will live in comfort and want for nothing. Das gibt doch auch keinen Sinn. Wir haben doch nichts. Was wird es mir geben? Was ist deine Meinung zu all dem? When I first discovered the truth, I was shocked, even disgusted. I wondered how we'd allowed a colony like Halcyon to fall into disarray. But the more I thought about it, the more I realized the colony had sown the seeds of its own destruction. We have become lazy and decadent. We smother ourselves in meaningless bureaucracies. We deliberate and argue and procrastinate. Oder geht es tatsächlich nur um dieses Sonnensystem? Da kann man trotzdem Anbauflächen machen. Naja, tun wir einfach so, als wäre es nicht möglich. Als könnten wir nichts anbauen. Gut. Also, Phineas möchte die Hope quasi wiederbeleben, die Wissenschaft da rausholen und die Wissenschaftler sollen sich was ausdenken. Höchstwahrscheinlich werden sie sich ausdenken, hey, wir nehmen den Planeten und bauen Weizen an. Das klingt nach einem guten Argument dafür, den Vorstand ganz abzuschaffen. I admit, I occasionally fantasize about making an executive decision without having some tedious committee questioning my every move. Do you have any idea how much paperwork is involved in ordering someone's execution through the usual channels? It's positively maddening. We need to talk about Emerald Vale. You handed Edgewater over to a band of dissidents. I can't have this. Adelaide McDevitt and her people have no place in the Halcyon that is to come. Edgewater needs to go. I want you to wipe the town out. No survivors. Mach ich. Edgewater is beyond saving. We're going to have to erase the town, but we're going to do it systematically. You were in the Emerald Vale geothermal plant. Do you remember what you discovered there? Also ich würde sagen, wir gehen erst bei diesem Weg der Auslöschung. Wir brauchen mal ein bisschen Action. Oder wir gucken einfach, wo es hinführt. Ja? Wir können ja einfach mal random einfach irgendein Ende ansteuern. Ne? Wir müssen jetzt nicht sagen, hey, ich nehme das gute Ende oder das böse. Weil im Endeffekt ist gut und böse eigentlich eine Ansichtssache. Ne? Wenn ich jetzt Phineas helfe, der ja eigentlich der Böse ist, ne? Wenn man jetzt von Sophia ausgeht, dann wäre das ja böse, die Hope zu holen. Eventuell löse ich dadurch eine Epidemie aus, eine Hungerepidemie. Das wäre auch böse. Ich glaube im Endeffekt, egal was ich aussuche, es wäre eine böse Entscheidung. Natürlich gibt es irgendwo ein optimiertes Ende. Aber das brauche ich nicht. Gesundheit Zero, danke Zero.
Ja, die Robotereinheiten sind durchgedreht und haben alle ermordet. You've been paying attention. You're absolutely right. Ich kenne immer die richtige Antwort. Spacer's Choice manufactured the incident for an insurance claim. They outfitted their mechanicals with a termination protocol, which is exactly what we need. Moment, heißt das, Spacer's Choice ist damit davon gekommen? The insurance claim has been locked in committee for years. But the individual responsible for the accident was promoted for lateral thinking. I'm arranging for a delivery of mechanicals to Edgewater. These mechanicals have been equipped with the same termination protocol, which must be activated from a terminal in the plant. Once the mechanicals are finished cleaning out Edgewater, I'll need you to go in and clean out the mechanicals. Understand? Alles klar. Roboter töten Menschen, Zerocom tötet Maschinen. Hört sich gut an. Verstanden. One last thing. Spacer's Choice sent a team of soldiers to investigate your little misadventure in the geothermal plant. Tread lightly. Ich kümmere mich darum. Report back to me when the job's done. Alles klar, Schiffe. Alles klar, alles klar. So. Das ist so bescheuert. Ich komme hier raus und alle sind tot. Ach Mann. Die müssen mich ja nicht alle hassen. Ich glaube, das war die Tür, die abgeschlossen war, ne? Na gut. Eigentlich müsste ich. Ruhig, Zero, ruhig. Du wirst deine Chance bekommen. Na gut. Auf nach Edgewater. Alle auslöschen, gucken, was Phineas dazu sagt. Und vielleicht können wir einfach beides machen. Crewmembers Ellie und Max are engaged in a heated discussion in the... Ja, das können sie ruhig machen. So, Edgewater. Okay. Ich bin mir jetzt noch gar nicht so sicher, warum wir alle töten, aber gut. Wir töten alle, damit sie nicht einfrieren können. Was eigentlich dein Plan ist.